Du stehst da und schaust meiner Kunst zu und schaust was von meiner Kunst weg. Aber bezahlt hast du noch nichts für das Schauen. Seit wann ist es auf Indiens Plätzen verboten, zuzuschauen? Du schaust nicht einfach zu, sondern einem Künstler zu, der einen Namen hat, in allen Städten zwischen Madras und Delhi. Dann werde ich mich besser deinem Nachbarn zuwenden. Ein Yogi sollte eigentlich kostenlos seine Künste zeigen. Er hat die Beine schon im Himmel und braucht so nicht mehr den schweren, irdischen Geschäften nachzugehen. Du scheinst ein ganz Schlauer zu sein. Bin ich auch. Ich kenne dich aber nicht. Ich aber kenne ihn. So? Du kennst mich? Bist du nicht der, der auf allen Straßen zwischen Delhi und Kalkutta sein Glück macht und die Leute so unterhält, dass sie manchmal zum Besten gehalten werden? Was du nicht sagst? Dann gehörst du also eher zu uns als zu denen, von denen wir leben. So könnte man sagen. Du hast was im Kopf, sagen die Leute. Ja, wenn es die Leute sagen, dann wird's richtig sein. Man muss nur den rechten Ruf haben, dann kann man auch von seinem Ruf leben. Wenn du mit deinem Ruf so gute Geschäfte machst, hättest du uns leicht was abgeben können. Das Können, so sagt der Weise, ist meist weit vom Wollen entfernt. Dann setz dich zu uns. Aber nicht zu nah an dein Körbchen. Ich mag Schlangen nicht besonders. Das heißt, nicht die, die mir etwas antun könnten. Die tut dir nichts. Ah, dann machst du also den Leuten auch was vor, du oder deine Schlange. So wären wir beinahe ein Quartett. Denn ob ich den Leuten was vormache, das liegt nicht so klar auf der Hand wie bei eurem Handwerk. Willst du uns beleidigen? Meine Schlange beleidigen? Ich werde sie gleich aus der Ruhe wecken, damit sie dich aus der Nähe sehen kann. Ich habe nichts gesagt, gar nichts. Und ich will mit deiner Schlange nichts zu tun haben, gar nichts zu tun haben. Und es ist wohl besser, wenn wir nicht als Quartett vor die Leute treten, sondern unser Handwerk alleine ausüben. Aber wenn sich wieder einmal deine Straße mit der meinen kreuzt, wollen wir sehen, wer der Gewitztere von uns beiden ist. Erdnüsse, Zuckerwaffeln, Honigkuchen. Ihr Leute, bekommt ihr, was das Wasser im Munde zusammenlaufen lässt. Leckeres zum Essen, leckeres zum Schlecken. In Honig eingelegte Früchte. Bin gegangen, bin gelaufen, musste nichts, ja gar nichts kaufen. Alles kam von selbst gelaufen, wollte um meine Gunst sich raufen. Trari, trari, rum, ich dreh mich um. Trari, trari, ra, ich bin schon da und hol mir meinen Teil. Ist ja auch nicht fein. Trari, trari, ra, ich bin schon da. Leckeres zum Essen, leckeres zum Schlecken. In Honig eingelegte Früchte. Guter Freund, du musst gute Ware haben, wenn du sie so anpreist. Hab ich auch. Schau dir nur die leckeren Sachen an. Schleck lecker, das hört sich gut an. Da schnallst die Zunge gleich mit deinen süßen Träumen. Was sagst du, Träume? Keine Träume, mein Freund. Da versucht das Zuckerbrot. Das ist zwar ein Traum von einem Zuckerbrot, so könnte man sagen, aber wenn du es im Munde hast, wirst du sagen, das ist kein Traum, sondern so fest und süß, wie nur ein Zuckerbrot sein kann. Lecker, lecker, du hast recht. Aber ich sehe da eingelegte Früchte.
Ich habe noch nie solch eine Süßigkeit gesehen. Ach, mit dem Sehen ist nicht getan. Du musst kosten. Da, nimm doch. Süß, süß. Honig süß und honiggelb. Eine Köstlichkeit. Du hast nicht übertrieben. Mangos fein in Honig eingelegt und lang gelagert. Dazu ein wenig von dem frischen Gebäck. Hm? Gut, gut. Das lobe ich mir. Du hast die rechte Wahl getroffen. Eine süße Mahlzeit. Was Besseres habe ich seit Tagen wirklich nicht angetroffen. Halt, wo bist du hin? Isst mir die besten Süßigkeiten weg und drückt sich dann, ohne bezahlt zu haben. Du bist mir ein sauberer Kunde. Was sagst du? Ich sei dein Kunde? Hab ich gesagt, ich wollte was bei dir kaufen? Oder hast du mich eingeladen, das Zuckerbrot, die Früchte und das Gebäck zu kosten? Oh, so kommst du mir nicht davon. Schlägt sich den Bauch mit meinen Leckereien voll und dreht sich um und will verschwinden. Ich hab doch nur gekostet, um dich nicht zurückweisen zu müssen. Dir zuliebe hab ich die süßen Sachen probiert. Ich hab mich also deiner nur erbarmt. Was also zeterst du? Ja, glaubst du denn, ich hätte was zu verschenken? Nun gut, wenn du deine Schulden nicht gütlich begleichen willst, muss ich dich zum Richter in die Stadt schleppen. Der mag dir dann sagen, ob ein hergelaufener Bursche einem ehrlichen Zuckerbäcker so ans Eingemachte gehen darf. Wie du willst, dagegen hab ich nichts. Nur bitte lass mich los. Ich hab's nicht gern, wie eine Ziege ausgeführt zu werden. Ich seh nicht recht. Ich höre nicht recht. Ich will dich zum Richter bringen und wie es scheint, freust du dich noch drauf. Bin gegangen, bin gelaufen, musste nichts, ja gar nichts kaufen. Alles kam von selbst gelaufen, wollte um meine Gunst sich raufen. Trari, trari rum, ich dreh mich um. Und du schaust dumm, und du schaust dumm. Halt, Freund! Was sehe ich da? Hockt doch gerade vor uns ein Händler, der Betelblätter verkauft. Ja, gehen wir nicht zum Richter? Da wäre es doch mehr als recht, wenn ich vornehm mit roten Lippen auftauchte. Aber um rote Lippen und einen roten Mund zu bekommen, muss man, das weißt du, zuerst die Betelblätter kauen. Der Richter wird dich verurteilen, auch wenn du keinen roten Mund hast. Und ich will, hörst du, nicht aufgehalten werden. Du kannst doch einem wie mir, der vor den Richter gebracht wird, nicht verwehren, zum letzten Mal, ehe er verurteilt und vielleicht ums Leben gebracht wird, du kannst ihm nicht verwehren, zum letzten Mal Betelblätter zu kauen. Na, dann mach rasch, aber ich will an deiner Seite bleiben, damit dir nichts Krummes unterläuft. Mein lieber Freund, ich sollte dir eigentlich eine Geschichte erzählen. Ich will keine Geschichte hören, sondern Betelblätter verkaufen. Also, wenn du keine Geschichte hören willst, muss ich es kurz machen. Ich muss zum Richter. Und drum, du weißt, das macht einen besseren Eindruck, will ich mit roten Lippen vor ihm stehen, wenn er mich schon verurteilen soll. Darum gib mir ein paar Betelblätter. Ich hab nichts zu verschenken. Mach, dass du weiterkommst. Wenn du kein Geld hast, um dir Betelblätter zu kaufen, dann hol dir deinen roten Mund, wo du willst. Vielleicht musst du nur jemand küssen, der gerade Betel kaut. Wenn du mir also befiehlst, wenn du mir also rätst, einen roten Mund zu küssen, dann will ich's unverzüglich tun. Oh, er hat mich geküsst, der Fremde da. Vater, ach. Schuft, Schuft, das hast du nicht umsonst getan. Küsst meine Tochter, entehrt meine Tochter, das ist eine Schande vor aller Augen. Was regst du dich auf? Habe ich nicht das getan, was du mir geraten hast? Was hast du gesagt? Ich habe getan, was du mir empfohlen hast. So, habe ich das? Hab ich dir gesagt, du dürftest meine Tochter küssen? Schuft doch, was bist du für ein Schuft? Vater, ich will nach Hause. Schnell, schnell. Ja, geh du nur. Ich aber will mit dem da, diesem Großmaul, der einem das Wort im Munde umdreht, zum Richter. Dann wollen wir sehen, wer Recht bekommt. Großmaul? Sagtest du Großmaul? Leute, seht euch den an. Schimpft der mich Großmaul und macht vor ein paar Minuten selbst seine Klappe auf, um mir gute Ratschläge zu geben. Ja, genau so hat er es auch mit mir getrieben, dieser durchtriebene Bursche.
frisst mir meine Süßigkeiten weg und reißt dann seinen noch klebrigen Mund auf. Wenn die Herren es wünschen, dann müssen wir den Weg zum Richter zusammen weitergehen. Du kannst dich uns anschließen. Der Zuckerbäcker weist den Weg und in der Begleitung von zwei so hoch angesehenen Händlern wird mir die Zeit nicht lang werden. Diese Hitze. Die Sonne brennt seit Tagen vom Himmel herunter, als wollte sie das Land verdorren und Tiere und Menschen austrocknen. Ich muss ein wenig rasten. Jeden Tag fällt mir der Weg zum Brunnen, der Weg mit dem Wasserkrug nach Hause schwerer. Und schon stehen am Brunnen die Leute an. Schon bekommt jede Familie nur einen Krug für einen Tag. Ich weiß nicht, wie das weitergehen soll. Vielleicht beginnt wieder eine lange Zeit der Dürre. Die Großmutter hat davon erzählt, dass als ich noch ganz klein war, ein halbes Jahr kein Tropfen Regen gefallen ist. Die Tiere sind verdurstet, die Felder verdorrt. Und die Menschen sind gestorben, wie die Tiere. Vielleicht müssen wir der Göttin Kali doch bald eine Ziege im Tempel opfern. Ach, was rede ich? Ich muss weiter. Die Kinder warten auf das Wasser. Hey, Frau, wo läufst du hin? Warte auf uns! Wir haben was miteinander auszumachen. Was wollt ihr? Seht ihr nicht, dass ich schwer zu tragen habe und nach Hause will? Du könntest dir die Last erleichtern. Wir sind durstig. Das heißt, ich habe Durst. Und ich will nicht für meine Begleitung sprechen. Also, du lässt mich aus dem Krug trinken und bist einen Teil deiner Last los. Was hast du gesagt? Ich schleppe Wasser vom Brunnen nach Hause. Und du kommst daher, stiehlst mir die Zeit mit deinem Gerede und willst noch was abhaben von meinem kostbaren Wasser. Ist's nicht heiß? Und musst du nicht schwitzen unter deiner Last? Ja, du hast recht. Aber wenn du Wasser haben willst, musst du schon selbst zum Brunnen gehen. Dazu haben wir leider keine Zeit. Denn du musst wissen, ich werde erwartet. Ja, wir sind auf dem Wege zum Richter. Ja, wir haben es eilig, um zum Richter zu kommen. Du hast es gehört. Ich werde von dem hohen Herrn Richter erwartet. Die beiden begleiten mich. Und wollte ich den Richter warten lassen, würde er sehr ungehalten werden. Dann bin ich also einem ganz vornehmen Herrn begegnet. Einem, der eigentlich in einer Sänfte reisen könnte, der beim Richter eingeladen ist. Wenn du also so vornehm und vielleicht auch noch gescheit bist, dann lass dir etwas einfallen, damit ich nicht so unter der Hitze und unter meiner schweren Last leiden muss. Da sollst du nicht lange warten. Du sollst von der Hitze und von der Last mit einem Schlag, mit einem einzigen Schlag befreit werden. Oh, was hast du getan? Zerschlägst mit einem Stein den schönen Krug und verschüttest das kostbare kalte Wasser. Hast du nicht gerade das von mir verlangt? Nun musst du nichts mehr schleppen. Und wenn du ehrlich bist, wirst du zugeben, dass das kühle Wasser die Hitze weggeschwemmt hat. Leichten Fußes und gut gekühlt kannst du jetzt nach Hause zurückkehren. Das darf nicht sein. Oh, was hast du mir angetan? Komm mit uns. Der Richter wird sich freuen, noch einen Zeugen geliefert zu bekommen, der erzählt, welch abgefeimter Schuft der Bursche ist. Halt dich zurück! Noch sind wir nicht beim Richter. Spar dir deine Worte, bis sie gebraucht werden. Nun sind wir drei, Großmaul. Und ich meine, nun sei die Reihe an dir, dich zurückzuhalten. Denn sonst könnte es sein, dass uns die Lust ankommt, dich richtig durchzuprügeln. Ja. Oh nein! Ihr wollt doch, dass euer Richter mich streng verhört und dann in den Kerker wirft, oder... Vielleicht sogar... Ja, streng, ganz streng musst du gerichtet werden. Ich wünsch dir alle Strafen, die mir auf dem Weg zum Richter einfallen werden, an den Hals. Ja, dann sollten wir keine Zeit verlieren. Man soll, ich hab's schon einmal gesagt, den Richter nicht warten lassen. Bin gegangen, bin gelaufen, musste nichts, ja gar nichts kaufen. Alles kam von selbst gelaufen, wollte um meine Gunst sich raufen. Trari, trari, rum, ich dreh mich um.
Trari, trari, rum, ich bin nicht dumm. Ach, hättest du den Krug nicht kaputt gemacht, könnten wir jetzt trinken. Ach, dir hat die Hitze schon den Kopf verdreht. Hätte er den Krug nicht kaputt gemacht, wäre dann die Frau mit uns gekommen? Ach, die Hitze. Diese Hitze. Ich halte es nicht mehr länger aus. Willst ihn doch nicht laufen lassen? Das nicht. Aber lieber als hier auf der staubigen Straße säße ich in meiner Zuckerbäckerei. Und ich bei meinen Betelblättern. Ist es noch weit bis zum Richter? Du siehst doch die Stadt vor uns. Eine Stunde noch und wir sind da. Eine Stunde noch. Und niemand weiß, was sich in einer Stunde alles ereignen kann. Mir genügt es, dir begegnet zu sein. Wenn ich nur an meine Tochter denke, packt mich die Wut. Sie hatte einen roten, schönen roten Mund. Und weil ich ihn geküsst habe, habe auch ich einen roten, schönen roten Mund. Haltet mich zurück, sonst mache ich dir den Mund mit einem Schlag so blutig rot, dass du kein einziges Wort mehr vor dem Richter sagen kannst. Ihr habt gesehen, wie lange ich auf einem Bein stehen kann. Und weil ich sicher bin, dass ich länger als alle indischen Yogis auf einem Bein stehen kann, biete ich demjenigen, der gegen mich antreten will, alles an, was ich in der ganzen Woche eingenommen habe. Der macht große Worte, aber... Hast du gesehen, wie er ohne auch nur ein wenig zu schwanken dagestanden ist? Du kannst es versuchen. Hoch das eine Bein und dann... Ach, du machst dich über mich lustig. Aber ich hätte nichts dagegen, wenn wir mit dem Geld, das der Yogi in einer Woche verdient hat, in unser Dorf
zurückkehren könnten. Da schau, die wollen auch das Stehen auf einem Bein probieren. Sieht ja aus, als wiegten sich bei uns auf dem Hof die Hühner in den Schlaf. Wer will es versuchen? Wer will all die Münzen haben, die mir in dieser Woche von frommen Leuten geschenkt wurden? Ich sehe, dass sich keiner traut. Es wäre auch ein Wunder, wenn einer gegen mich, der ich 20 Jahre geübt habe, antreten würde. Was habe ich da gehört? Es gibt was zu verdienen? Da bin ich mit von der Partie. Dann komm her. Habt ihr gesehen, wie ich ruhig wie ein Baum auf einem Bein stand? Guter Alter, lass dich nicht mit ihm ein. Misch dich nicht ein. Du wolltest deine Stimme doch aufsparen für den Richter. Also lass mich nur machen. Der ist nicht recht im Kopf. Im Kopf. Schaut doch seine Wackelbeine an. Du hast gehört, was du tun musst. Und wenn du nichts dagegen hast, so erhalte ich deine Barschaft, dein ganzes Geld, wenn du verlierst. Da spiel ich gerne mit. Wer am längsten auf einem Bein stehen kann, hat gewonnen. Du hast mich verstanden? Hast du Angst vor mir? Weil du immer noch nicht auf einem Bein stehst. Wie lange sollen wir stehen bleiben? Von mir aus den ganzen Tag. Und vielleicht noch länger, wenn jemand zwischendurch dafür sorgt, dass ich was zwischen die Zähne kriege. Vielleicht hat der Bauer etwas anzubieten. Und für das Schauspiel, das wir euch liefern, könnt ihr euch alle gleich ein wenig erkenntlich zeigen. Du schwindelst! Das sagst du! Du hast verlangt, dass der, der gegen dich antritt, auf einem Bein stehen muss. Habe ich das nicht getan? Dass ich auch meine Hände zu Hilfe genommen habe, ist mein Vergnügen. Von den Händen hast du nichts gesagt. Du bist ein elender Schwindler! Darüber soll der Richter richten. Doch ihr anderen sagt, was habt ihr gesehen? Zwei Leute, von denen jeder auf einem Bein stand. Ist es so gewesen? Und ihr seht, der eine steht noch immer auf dem einen Bein. Er hat recht, ja, so was? Ja, natürlich, da gibt's gar nichts zu deuten. Er hat recht. Was hab ich dir gesagt? Du siehst, dein Geld ist schon das meine geworden. Doch wenn du willst, komm mit zum Richter. Wenn der die anderen drei anhören soll, kommt es auf einen vierten auch nicht an. Aber vergiss nicht, dein Geld mitzunehmen. Wie kannst du so töricht sein, zu glauben, der Richter warte nur darauf, dir Recht zu geben? Ihr habt mir schöne Geschichten erzählt. Und ich kann es kaum glauben, dass der da das alles so angestellt haben soll, wie ihr es geschildert habt. Er hat's getan und muss bestraft werden. Er hat die Tochter geküsst und muss bestraft werden. Er hat den Krug zerbrochen und muss bestraft werden. Er hat mich getäuscht und muss bestraft werden. Ist alles so gewesen, wie die vier berichtet haben? So war's. Seht, er gibt alles zu. Alles zu. Er gibt alles zu. Jetzt kannst du ihn bestrafen. Wenn alles so gewesen ist. Wenn alles so gewesen ist. Und ich nur das getan habe, was Sie von mir gewollt, wozu Sie mich gebeten haben, dann weiß ich nicht, was falsch an dem war, was ich getan habe. Ja. Ja. Ja, du hast nur das getan, was Sie von dir gewollt. So haben Sie Ihre Worte nicht recht bedacht. Und wenn das Wort erst einmal aus dem Munde ist, und nicht zuerst durch den Kopf geht, der alles bedenkt, was aus den Worten werden könnte,
dann ist es wie ein abgeschossener Pfeil, den man nicht zurückhalten kann. Drum prüft ein jedes Wort, ehe ihr es aus dem Munde lasst. Ich kann ihn drum nicht schuldig sprechen. Oh. Euch freilich ist nicht gerade Gutes angetan worden. Doch bedenkt, es wäre euch nichts geschehen, hättet ihr die Worte ganz genau bedacht. Bin gegangen, bin gelaufen, musste nichts, ja gar nichts kaufen, hab das Wort beim Wort genommen und bin gleich zurechtgekommen, denn ich bin kein dummer Tropf und ich hab nen schlauen Kopf. Komm mit ihm gut durch die Welt, auch wenn's nicht jedem gleich gefällt. Trari, trari, rum, ich dreh mich um und bleib nicht stumm, und bleib nicht dumm, und bleib nicht stumm, und bleib nicht dumm.